Und schneller als gedacht ist der Winter da. Und damit herzlich willkommen in einer weiteren Folge Infected und hier im Winter. War kurz nach der Verabschiedung, fing es urplötzlich an mit Schneien. Wie als hätte das Spiel genau geplant und getimed, wie es hier weitergehen wird. Jetzt ist natürlich schwierig, jetzt sehe ich nämlich das Hühnchen nämlich nicht mehr. Die ganze Zeit rumgackert, weil wir brauchen ja noch die Federn. Naja, du musst dich auch noch beschweren, Mecker-Lise. Ja, ich sehe kein Hühnchen. Noch ist das See nicht zugefroren, was mich so ein bisschen irritiert, weil wir haben ja schon minus 6 Grad. Aber ich beschwere mich da nicht. So, wir haben Stahl. Ja, guckt mal. Es läuft zumindest dahingehend, dass das funktioniert. Mischen. So, jetzt haben wir schon zweimal Beton. So, Mike sollte zwar, aber er hat nicht. Er hat nur die ganzen Holzstände aufgefüllt. Ich hoffe, er macht die Steinkörper noch voll. Puh, ja. Werte sehen soweit gut aus. Ja. Ich will jetzt gerade nichts vom Ofen. Hier. Das soll mir reichen. Gut. Was sagen wir denn sonst? Ah ja, trinken. Ist noch ein bisschen da. Okay, das läuft, das läuft. Die Geräusche. Ich finde das ja herrlich, durch das Schneegestapfe. So, komm, wir nehmen die Bretter mal einfach mit. Dann haben wir sie zumindest dabei. Mike, gehst du Steine sammeln? Holz brauchen wir gerade nicht. Steine. Wir brauchen Steine. Wir brauchen Sand. Wir brauchen Glas. Wir brauchen alles. Und hier würde ich dann als nächstes den Beton reinwerfen. 20 Steine, 5 Zement. Mal schauen, wenn Mike wiederkommt. Da wäre ich sogar fast geneigt zu sagen, da können wir das ja hier wegmachen. Bin ich sogar dafür. So. Einmal reicht. Hammer. Das ist drin. 1, 2, 3. Zack. Dann reicht uns das, dann müssen wir das gar nicht so weit bis hier vorne übertreiben. Dann lieber hier noch eine Brüstung hin. Ihr wisst, ich mag Brüstung. Haha, ich bin die Brüstigung. Ja, was haben wir einstecken? Wir haben einen Stahl einstecken, das war drinne. Was fehlte denn eigentlich? Es fehlen Schrauben, die haben wir noch. Fehlt eigentlich nur Glas. Und hier wollte ich mal schnell zumachen. Weil jetzt, wo es kalt ist, müssen wir sehen, dass wir hier wenigstens im Bereich schaffen, wo wir arbeiten können, um nicht zu frieren. Dächer, Decken, Treppen, Türen. Geht nach innen auf. Ja. Damit kann ich leben. So rum. So, gut, genau. Dann stehe ich mir sozusagen nicht mehr im Weg. Ich merke mir das sowieso nicht, aber egal. So, und dann muss ich hier fertig werden. Und hier habe ich noch so gar keinen Schimmer, wie es werden soll. Bauen wir hier das zu. Also oben schon, aber hier unten. Dann hier über die Ecke raus. Ich kann es noch nicht sagen. Letztlich, am Ende reiße ich es dann auch bloß wieder ab. Deckenwände, Dächer, Wände, komm. Wir wollen ja rausgucken können. So, und dann mal sehen, wie wir dann hier den Abschluss machen. Mal hier eine Wand hinmachen. Wird es zwar ein Schlauch, aber wir können draußen was hinstellen. Und hätten hier halt das Problem, dass das eckig ist. Und ich mag Ecken nicht. Wisst ihr was? Mal her. So, also, Fundamente, das hin,
mal weg. Das schaffen wir. Aber das hat einen Nachteil, um die Fundamente so zu bauen. Hör auf, Megalise. Muss man halt tricksen. Du setzt so ein Ding, setzt die Wand. Gut, Fenster. Ja, Fenster sind immer gut. Mal weg. Drei Stämme. Ach, das bekommen wir noch hin. Ah, schön, die Winterstimmung. Bin mal gespannt, ob die Wüste ganz weiß wird, aber ich glaube es eher nicht. Aber es sieht schon mal interessant aus. Das haben wir. So, und jetzt kann ich das Ding hier wieder wegreißen. Gib mal her. Und erst jetzt setze ich das gerade Fundament wieder hin. Ja. Mach das zu. Zwei Holzscheite und dann ist, als wäre nie was gewesen. Ja, umständlich. Aber das ist ein bautechnischer Trick, der schon seit Ewigkeiten funktioniert. Ja. Gut. So. Und hier mal schauen, wie wir dann die Treppe oder die Tür hinbekommen oder wo wir sie hinsetzen. Ich weiß gar nicht, kann man hier noch eine Wand dann dazu packen? Dann hätte ich die Brüstung hier nicht gebaut, aber gebraucht. Hier aber so kann ich mit leben. Dreh das mal um. Nee, mit Fenster. Bitte mit Fenster. Ja, ich will mir ja keine Dunkelkammer bauen. Hier macht ein Fenster keinen Sinn. Hier schon. Und hier. Ja. Dann halt hier die Tür rein. Ist ja nur unsere Werkstatt. So. Der Grundaufbau steht. Gott. Dass viele Materialien noch durchschlänzen. Habt ihr was gemerkt? Ich habe kein einziges Mal mit normalem Holz gearbeitet. Wie ich sonst das so gerne mache. Mit normalen Holzwänden. Ja. Meh. Werkstatt steht. Dann können wir die heute noch einrichten. Zumindest können wir die Werkstatt teilweise in Betrieb nehmen. Weil noch geht's wettertechnisch, aber wenn der Schneesturm kommt, bin ich unten gefangen und kann nichts mehr machen. Wollen wir noch ein paar Bretter haben? Ja. Auch hier, es verleitet immer runter zu springen. Aber Knochenbrüche bekommen wir nicht. Material. Ach, wäre das Zeit, wenn wir unsere Baubude nach oben geräumt bekommen. Weil hier ist gar nichts drin. Nichts getan, nichts gemacht. Und naja. So, das hier. Das raus, das dort rein. Dann haben wir zumindest erstmal genug Zement. Dreimal, das reicht für die Foundations da oben. Ach, Fuchs. Mit dir habe ich jetzt auch nicht gerechnet. So. Mike, das ist natürlich jetzt doof, wenn du hier keine Steine sammelst. Ja. Blödkopffuchs. Nicht wie weg. Das ist nämlich hinterlistig und garstig. Ja. Ja. Werte sind noch in Ordnung, muss ich mich aufpassen. Da steht wieder die Ziege mitten da dazwischen. Keine Ahnung, was die dabei immer denken. Was ich auf jeden Fall nochmal machen möchte, ich möchte nochmal in das neue Gebiet. Der ein oder andere kann sich vielleicht dran erinnern. Aus der vorhergehenden Staffel. Da haben wir ja zum Halloween-Update, glaube ich, das neue Gebiet schon mal besucht.
sind da aber mehr oder weniger nur infohalber durch. Und jetzt würde ich ganz gerne mir das nochmal in Ruhe anschauen. Bretter rein, Bretter rein. Bretter sind drin, okay. Nochmal schauen, was es da so Tolles zu sehen gibt oder ob es da vielleicht ein paar Änderungen gab. So. Und jetzt die Halbwände, zack. So rum. Da. Okay. Gut, Bretter haben wir noch. Und der Rest ist Fleißarbeit, seht ihr? Da müssen wir mal schauen, wie wir vor allem Licht reinbekommen. Weil das ist ja immer erstmal wie eine Dunkelkammer. Mike, pass mal auf, ich gebe dir gleich mal die Aufgabe, Steine zu sammeln, weil das ist momentan extrem wichtiger. Also mir zumindest wichtiger. Pass mal auf, Prioritäten 1. Hier ist deine Hütte. So. Steinkisten ersetzen und um Beete kümmern. Dann erst Holzschaltständer. Genau. Mike, du hast deine Aufgabe. Mach. Ja. So, heute können wir ja vielleicht erstmal hier wieder sagen können, müssen jetzt den Bereich vorne zu. Notfalls baue ich hier mal eine Tür ein. So als Behelfstür, damit wir hier sagen können, wir haben zumindest eine warme Butze. Das war die falsche. Naja. Nützt ja nichts. So. Mal mitwagen. Wir füllen dich nochmal. Haben wir noch genug Bretter? Ich hoff's. Mein Ziel ist es, zumindest den ganzen Schmus zuzukriegen. Haben wir Bretter? Sind noch welche fertig? Ah, hier daneben hüpfen kann fatale Folgen haben. Oh, Öl alle. Na, jetzt wird's lustig. Ja, wir haben noch welches. Da. 1, 2, 3, 4. Muss reichen. Toll. 4 muss reichen und dann sind wir überladen. Geh weg, blöder Fuchs. Ich kann mich gerade nicht wehren. Der Fuchs kommt um die Ecke. Ich hoffe nicht. Apropos um die Ecke. Ah ja. Ton fertig. Den schleppe ich mit mir rum. Als gäbe es keinen Morgen. Ja, wischen. Kann ihn eigentlich gar nicht tragen, weil die Taschen zu voll sind. Was haben wir denn? Mike, erschreck mich nicht nochmal so. Wir haben 5 Kilo zu viel. Was wiegen denn? Das kann raus. Das wiegt auch 2 Kilo. Eier. Witzig. Witzig. So. Gut. Apropos heilen. So, das läuft. Mike, er macht. Und wir füllen das mal schnell noch. Alte Säge füllen. So, die Säge füllt sich. Bretter habe ich ein paar einstecken. Zeig dich doch, du Hühnchen. Ich höre es immer nur. Ich brauche noch ein paar Federn für die Winterhose, sonst kann ich nicht raus. Na komm. Ist auch noch hier hinten ein Fuchs. Ja.
Ist eigentlich nur noch hier die Abdeckung. Eine hier. Eine da. Und eine hier. Bumswallera. Ja. Bretter sind drinne, Bretter sind drinne. Bretter sind drinnen. Hier. Bretter drin. Bretter drin. Bretter drin. Hier sind keine Bretter drin, aber. Hier war halt die Frage noch, Beton oder nicht? Oder eher Ziegelsteine. Wisst ihr was? Ich entscheide mich für Ziegelsteine. Zack. Man muss auch mal schnell eine Entscheidung treffen. Weil dadurch, dass Michael Steine sammelt, sind wir natürlich dann erstmal nicht mehr so gut versorgt mit Holzscheiten. So, und damit ich das Thema ein für alle Mal beende, Fundamente, dann muss ich nämlich nicht mal drüber nachdenken. So. Zement ist drin. Dann ist das halt so. Da ist es halt nur so ein kleines Action. Ich kann damit leben. Ich muss damit leben. Ja. Bretter waren drinnen. Die Holzbalken rein. Dann haben wir es geschafft. Dann haben wir mindestens die Werkstatt so weit, dass wir nicht mehr frieren müssen. Noch haben wir mit dem Wetter echt Glück gehabt. Und vor allem mit den Vampis. Dass die hier noch nicht aufgetaucht sind, wundern mich sowieso. Wir gar nicht wissen, die haben vielleicht zu Hause schon die Base komplett zerlegt. Ja. Ja, dann haben wir das da auch gleich geschafft. Ups, Vorsicht, Asmo, Vorsicht. Dann haben wir das jetzt hier auch gleich hinter uns. Und dann müssen wir gar keine Zwischentür bauen, aus Spaß, sondern wir können gleich fertig bauen. Ist natürlich eine Materialschlacht ohne Ende. Ich stelle mir vor, ich müsse das alles hacken gehen. Oh Gott. Meine Arme nerven. Klack, 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 klack. So, mal hierher. So. So. Die Halbwände noch und dann war's das. Wände, zack. Gut, ich habe keine Bretter mehr einstecken. Oh, die können wir ja holen auf dem Rückweg. Müssen ja sowieso nochmal hoch. So, passt mal auf. Röschli, bleib hier. Stopp. Hab ein Brot. Müde sind wir auch schon wieder. Und da unten sehe ich auch noch die Blaupausen die ganze Zeit schon. So, wir brauchen hier noch eine Tür. Tür. Gucken. Die Richtung auf ist in Ordnung. Und in die Richtung auf ist in Ordnung. Okay. Ich lasse mir dann immer selber im Weg 8 Bretter. 16 Bretter Minimum. 16. Und nochmal 6 sind 22 und oben 8. 30 Bretter nochmal. Das schaffen wir. Machen wir mal damit Wagen mit runter, damit wir vielleicht unten noch ein bisschen Holz einsacken können zum Bauen. Ja. Und dann. Dann war es das mit dem Holz erstmal. Mal sehen, dass wir Mike vielleicht das als Aufgabe geben. In der Zeit, wo wir in die Höhle fahren und Material holen, dass der das dann wieder auffüllt. Gut.
Was läuft? Halt! Zement wegpacken, das ist sonst zu schwer. So, Sand, Lehm. Sand, Lehm. Ja. Prima, Mike. Bin ganz stolz auf dich. Jetzt haben wir gesagt, 32 Bretter. Halt. Mal gucken, wir nehmen einfach mit, was wir tragen können. Ansonsten muss ich nochmal runter. Und dann haben wir ja für heute doch eigentlich wieder 63. Mehr kann ich nicht tragen. 10, 20, 30. Pff, ja. Komm. Gott, der Fuchs klingt, als wäre er genau neben uns. Oder hier denkt, hier kann er durchlaufen. Ja. Gut, Tür erledigt. Tür erledigt. Sie hat richtig Foundation, ja, ne? Mist. Jo. Man kann leider nicht so hoch springen mit den Dingern, damit man die füllen kann. Zack. War da drin. 1, 2, 3. Hey Leute, seht ihr? Geschafft. Haben wir hier noch welche für... Hier eins und da. Ziel geschafft, wir können umziehen. Dann sollten wir jetzt hier drinnen gleich Wärme ohne Ende haben. Tür zu. So, wir müssen ja den Ofen aufstellen, sonst wird das nichts. Gut. Dann gehe ich mal schlafen, sonst... Hält unser Freund hier ewig rum. Bretter legen wir mal hier ab. So. Trinken wird er doch auch, oder? Schmutziges Wasser, sauberes Wasser haben wir gar nichts mehr. Nutzen wir das gleich nochmal. Zack. Ist, der kann sich nicht wehren, der arme Kerl. Wo ist denn der Wagen? Hab ich jetzt den Wagen gelassen? Ja. Selbst so ein kleiner Fuchs macht uns so langsam. Ja, du kannst jetzt schlafen. Komm. Wir sammeln bloß noch Füchsli ein. Das ist ja wie eine Falle, ist das. Die Tiere können gar nicht anders. Ah. Achso, Wasser abkochen, wichtig. Da. Kann das Fleisch kleiner mit hierher. Und Wasser hier rein und zack. Oh, probiert, ne, Bretter kann man nicht verheizen. Schade, schade, Marmelade. Ja. Zack. Wasser kann durch, Fleisch kann durch. Und ich gehe schlafen. Tada. Ja, und schon hat mich der Hunger so tierisch aus dem Bett getrieben und der Durst. Was Essbares? Nee, trinken haben wir nur Schmutziges. Glück habe ich was angesetzt. Ach, komm, wir schleichen uns. Mit letzten Kräften zum Lagerfeuer. Kalt ist es auch. Oh je, je, je. Ist das nicht eine schöne Landschaft hier? Ja. Los, komm, schnell. So. Was essen?
was trinken. Perfekt. Uns geht's gut. Ey, die Ziege, die nervt. Da kann man nicht mal in Ruhe schlafen. Ja. Hört zu, damit es warm hier drinnen bleibt. Gut, dann Glas. Wir brauchen Glas. Wir brauchen Glas. Denn da kann ich nämlich unser Fenster noch einbauen. Ah, ich liebe Fenster. Nur mit Fenstern ist es gemütlich. Eigentlich mit Gardinen. Aber Gardinen gibt es leider nicht. Ja. Ja. Schaut hier außen mit Beton. Kann ja nach und nach immer mit fertig werden. Wir werden eh noch mehr Beton brauchen, als mir lieb ist. Ja. So, was haben wir denn jetzt hier drin? Ach, den Klamottenständer brauchen wir ja auch noch. Dann habe ich die Taschen voller Glas. Und kriege nicht mehr hier rein. Das Essen können wir ja mal rausnehmen. Das nehmen wir raus. Die Federn können wir rausnehmen. Das verfüllen wir. Eier mal schauen. Die sind nicht so schwer. Ja. Klamottenständer, wo packen wir den noch hin? Wir haben gar keinen Platz hier. Wir essen mal was. Essen ist immer gut. So, die Werte sind in Ordnung. Super. Klamottenständer, wo haben wir denn Platz? Ja, den bauen wir dann hin. Wenn wir oben. Noch geht's mit der Kiste. Wir brauchen Glas. Das ist momentan der wichtigste Punkt. Ich kann aber schon mal Brennholz im Feuer stecken. Was zum Thema Stecken? Stecken sammeln. Ich weiß nicht, ob schon welche nachgespawnt sind. Wir können ja mal gucken. Ein paar Bücher sind schon da. So, und dann mal gucken. Feuerholz. Notfalls muss ich halt selbst mal hacken gehen. Ike sollte jetzt unbedingt ganz dringend das machen, damit man das Glas kommt. Und ich Stepp habe natürlich wieder nur an 1000 Fenster gedacht, aber nicht dran, dass die auch gefüllt werden wollen. Aber wir brauchen ja noch Brennholz. Noch das haben wir nicht genug. Dann nehmen wir gleich mal so ein kleines Bäumchen mit. Dann los. Läuft das Glas durch. Seht ihr, das wird doch langsam richtig runde Sache. Ich würde es gar nicht so hoch bauen, also ist zwar verlockend, aber naja, soll ja eine gemütliche Base werden und nicht hier so ein riesen Prunkbau. Hör zu. Ja. Ernten, ernten, ernten. Ja, Fenster, jetzt geht's los. Sonstiges. Nummer 1, Nummer 2, 3, 4, 5, Gott, 6, 7. 7 Fenster? Okay. Naja, nützt ja nicht. Das ist voll. Da fehlt noch ein paar Steckchen. Ja, zum Glück haben wir noch ein paar. Hier fehlt noch Steckchen. So, und hier. Steckchen und Feuerholz. Und dann können wir uns aber noch 2 Holzstämme holen. Nur noch so viele. Jawohl. Mit Baham als hätte. Ja. Ja. Ernten. Ja. Liegt es jetzt eigentlich
Immer zu Steckchen, das müsste fast reichen. Liegt es eigentlich nur noch am Glas? Das ist ja nun, wie gehabt, nur Fleißarbeit. Hier waren die Stöckchen drin. Und mal 5. Naja, da haben wir halt ein bisschen Brennholz. Notfalls gehen die Stöckchen halt ins Lagerfeuer. Ja. Haben wir. Wir brauchen 35 Glas sozusagen. Na? 35 Glas. Gott. Ja, eine ganze Menge Zeug, aber nützt nicht. So, Bretter raus hier. Abladen, das können wir mit verbrennen. Ja. Hühnchen sammelt sich nicht gezeugerweise, oder? Ich brauche immer noch einen Huhn für ein paar Federn. Es will nicht da sein. So. Stecke raus. Brennholz haben wir drinne. Sand. Gut. Das geht alles wie von alleine. Als wäre es extra dafür gemacht. Warum habe ich nichts reingepackt? Doch, ich hatte schon ein bisschen rausgenommen gehabt. So. Machen wir mal so. Warum habe ich jetzt zum Teufel 5-mal übrig? Ach so, von den Wänden. Stimmt, von den Wänden. Mike, mach doch die Tür zu, es wird kalt. Wir können mal gucken, was das Ding sagt. Müssen wir auch mal noch ein... Na los, nimm einfach alles. Müssen wir auch mal noch ein Plätzchen finden dafür. So. Feuer, komm, du sollst auch nicht frieren. Zack. Fasern hier rein. Ebola. Naja. Dann klappt das doch. Haben wir hier genug gebaut. In der Zeit läuft hier das Glas durch. Klappt das mal auf da. Zack, zack. Ja. Das. Dann haben wir nämlich die Fenster zu. Dann können wir nämlich die Werkstatt umräumen. Oder umziehen. Hey. Zweimal Stahl. Da, 1, 2. An den Wagen hier hergestellt. Geht ja gar nicht. Der Unfallgefahr. Ja. Schmelzen wir später durch. Ja, 20 Glas. Daran scheitert es noch. So, das tut mir, wenn ich den jetzt schlachte, habe ich wieder so viel Material einstecken. Was wir noch dran gehängt kriegen. Da und da. Obwohl, ja. Da, ich könnte noch viel, viel mehr Ständer bauen dafür, aber. Ruhe. Ist ja witzig. Hände waschen, obwohl Schnee. Okay. Also, obwohl Eis. Naja. In der Höhle kann ich mit den Händen nicht mehr waschen und nichts zu trinken holen. Das ist schon so ein bisschen kurios. Und hier kann ich durch den Schnee hindurch. Eigentlich nur da beim Holz nachfüllen. Alle anderen Arbeiten sind erledigt. So, das haben wir hier, das haben wir da. Und da haben wir dann auch bald so viel Leder zusammen, dass wir dann auch Deko an Deko denken können. So, und Federn, da muss ich unbedingt schauen, dass wir die zusammenbekommen. Die ersten Wände könnten wir schon mit Ziegel dann machen. Aber wir könnten so vieles. Aber erstmal Glas. Komm mal her.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reicht genau. Und dann müssen wir noch ein paar Eisenbahnen machen, damit wir ins Feld einen Schmelzofen hinkriegen. Oben. Weil einer ist zu wenig. Also ich finde, einer ist da eindeutig zu wenig. Mein Beton ist auch durch. 1, 2. Zack. Geht ja wie das Brezelbacken. Halt. Mischen. Mischen komplett sozusagen. Ach, das passt mir nicht hin. Ja. Dann sind wir ja auch richtig gut dabei. Hände sind gewaschen. Essen ist auf dem Herd draußen drauf. Hier passt das. Und den Wagen machen wir uns mal frei. Damit er wieder mal raus kann. Sonst wird es nämlich so langsam eng. Es schneit, es schneit. Ja. Gut, dann Leber hinter, mit unserer Werte steigen. Noch ein bisschen Fleisch. Und was getrunken. Ja, Gemüse kann ich mir ja gleich noch holen oben. Apropos oben holen. Könnt ihr mal ins Gewächshaus schauen. Ob wir noch irgendwas anbauen? Noch ein paar Gurken, ne? 1, 2, 3, 4. Komm mal mit. Kann ja schließlich nicht schaden. Ja. Ist denn unser Glas fertig? Jawohl. Wir brauchen 35 mal Glas, ne? 7 Fenster, A5. Naja, los, komm. Was soll's? Kommt es auf die Minute jetzt nicht mehr drauf an und zur Not schneide ich die Wartezeit halt einfach raus. Und dann schauen wir mal, bis unser Glas fertig ist. So, es ist soweit. Das Glas ist fertig. Dass Mike nie die Türen zumachen kann. Wir wundern uns, dass es ja ständig kalt drin ist. Gut, der arme Kerl, der hat ja noch nicht mal eine Heizung bei sich in der Hütte. Zumindest hier nicht. Vielleicht ist er deshalb immer weg. Da geht sich auf, wir haben nach Hause. Ja. Super. Aha. Und zack. Tür zu, Affe tot. Achso, nicht ganz. Wir wollten ja das restliche Zeug hier reinpflanzen. Naja, so rum. Ein bisschen mehr mit als wir wollten. Gut. Das läuft. Hier drin. Wie schaut es hier aus? Naja. Lass mal noch mit. Auch noch ein bisschen was fürs Gemüse tun. Okay. So, Mike. Du kriegst deinen Ofen nach dem Winter. Haha. Hopp, kommt angerannt. Da hat sein Namen gehört, kommt er angerannt. Ja, dann würde ich sagen, schaut es euch an. Grund, wie es steht. Zumindest ist es unser Werkstattbereich. Ja, irgendwann mal aufgewertet. Aber das ist jetzt nicht mehr das Dringendste. Weil wir können umziehen. Apropos, hier fehlt noch eine Tür. Tür, Glas. Nach außen auf. Ja. Da. Zwei Stahl, 6 Schrauben. Komm, das machen wir mal als letztes heute. Zwei Stahl, 6 Schrauben. Und dann ist sozusagen das dort auch fertig. 2 Stahl, 6 Schrauben. 2 Stahl, 6 Schrauben. Haben wir noch so viel Stahl? 1, 2. 6 Schrauben. Tada. 1, 2, 3, 4, 5.
6 Schrauben. Fleisch war ja nichts mehr drauf, haben wir alles runtergenommen, jawohl. Ja. So schaut's aus in unserem Reich hier. Ey, das ist wieder viel zu groß. Kann das Hühnchen sich hier nicht verstecken? Naja. Ja. Hier steht. Das Geräusch ist ja herrlich. Ja, dann kann ich hier langsam anfangen, die Böden Beton zu machen. Hier ist auch noch fehlende Steine. Die kann ich holen. Ja. So 2-3 Schritte mache ich mal noch, damit wir hier so ein paar kleine Baustellen zukriegen und dann widmen wir uns mal anderen Dingen. Ja, dann danke ich euch wieder mal fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Mir hat es wieder verdammt viel Spaß gemacht. Das ist halt viel Gerenne und viel Gemache. Aber es ist wie im wahren Leben. Von nix kommt nix. Ich sage euch Tschüss, bis morgen in alter Frische. Und dann Tschüssikowski.